Tillmann Bechtold und Pascal Brändlein haben am 1. September ihren Dienst beim Bayerischen Roten Kreuz in Schweinfurt begonnen. Die beiden Bundesfreiwilligen arbeiten im Bereich des Behinderten- und Patientenfahrdienstes. Zu Zeiten des Zivildienstes arbeiteten hier 10 junge Menschen. Jetzt sind es nur noch 4. Eine Entwicklung, die sich für Kreisgeschäftsführer Thomas Lindörfer generell bemerkbar macht. Wir hatten also im Zivildienst 19 Zivildienststellen in den verschiedenen Bereichen und haben jetzt aktuell 8 Bundesfreiwillige, die hier bei uns mit dabei sind, zuzüglich noch 3 FSJler. Und somit sind wir also noch nicht an der Sollstärke des Zivildienstes angelangt. Eine Ausnahme ist der Bereich Essen auf Rädern. Die 3 ehemaligen Zivistellen wurden komplett mit Bundesfreiwilligen besetzt. Thomas Krause ist seit rund einem Monat im Einsatz. Er hat sich bewusst für den Dienst am Menschen entschieden. Ich wollte jetzt nach dem Abitur jetzt nicht direkt das Studieren anfangen, sondern wollte jetzt ein Jahr noch nutzen und habe mir dann überlegt, was ich machen könnte, irgendwas Sinnvolles, und bin dann darauf gekommen, mich eben für den Bundesfreiwilligendienst zu bewerben, etwas in der Gesellschaft tun, Lebenserfahrung sammeln. Bereits jetzt besteht bei einigen Leistungen ein massiver Engpass. Aufgrund des demografischen Wandels werden zudem künftig tendenziell immer weniger junge Menschen den Bundesfreiwilligendienst antreten. Wir hoffen, dass wir jetzt auch ältere Jahrgänge entsprechend für den Bundesfreiwilligendienst motivieren können. Wir haben nächste Woche beispielsweise einen 55-Jährigen, der gesagt hat, meine Kinder sind inzwischen so weit groß, ich habe die Zeit, ich möchte mich einfach mal nochmal neu orientieren und würde ein Jahr dann bei uns entsprechend mitwirken. Und vielleicht schaffen wir es, dass wir jetzt hier auch ältere Jahrgänge durchaus jetzt hier bis über das Rentenalter hinaus sagen, wir engagieren uns hier für die Menschen.